Hey Leute, herzlich willkommen bei Bastion Barefoot. Ich bin Johannes Queller und heute mit Dominik Schmidt und Andreas Buchalla im Optimum Training in Wien im 8. Bezirk. 8. Bezirk. 8. Bezirk. Also alle, die in Wien ansässig sind, können definitiv hier mal vorbeischneiden, sich entweder vom Dominik messen lassen oder auch einfach hier trainieren. Das ist eine super geile, super cooles Studio. Klein, aber fein. Es gibt alles, was man zum Trainieren braucht. Und ja, wir haben eine gute Betreuung. Das ist eine gute Betreuung auf jeden Fall. Kaffee gibt es auch. Wir reden heute über die Extreme Rapid Fat Loss Diet und diese Challenge, die Andreas und ich machen. Und da haben wir ein paar Fragen an Dominik. Wir haben uns einen kleinen Fahrplan zusammengestellt. Der leuchtet da schon auf dem Handy von Andreas. Ja, ich würde einfach mal übergeben, Andi. Genau, wir haben halt im Prinzip so dieses Video vor allem als Hilfestellung dienen, eben erstmal zu erklären, was das Ganze ist, warum man das macht, für wen es Sinn macht und so weiter. Vor allem haben wir uns deshalb Dominik genommen als Referenzwert für das Wissen, weil er einfach erstens einen riesengroßen Wissensschatz hat, was generell Diäten und Klientenbetreuung angeht. Und da auch schon einige Fallbeispiele dabei waren, wo du halt auch mit Leuten halt sowas Ähnliches oder auch Exaktes halt durchgemacht hast, vor allem auch ist ja einer deiner Hauptmetiers eigentlich auch halt das Tracking von Referenzwerten. Und da schauen wir jetzt einfach mal, was Dominik uns so ein bisschen an Informationen geben kann. Generell Einleitung, was ist überhaupt, also erstmal von wem ist dieses Extreme Rapid Fat Loss Ding, aus welchen Gründen ist das entstanden und... Okay, also ganz zuerst einmal, Extreme Rapid Fat Loss geht zurück auf ein Buch von einem gewissen Lyle McDonald, der das eben so genannt hat, Extreme Rapid Fat Loss. Und zwar basiert das Programm, das er in diesem Buch vorstellt, auf einer Studie, bei der Leute in einen Metabolic Ward, nennt sich das Ganze, also auf einer Universität, eingesperrt wurden quasi. Und das Ziel war, möglichst viel Fett in möglichst kurzer Zeit zu verlieren. Und da ging es quasi um einen Test des Prinzips. Und in dieser wissenschaftlichen Studie hat das eigentlich erstaunlich gut funktioniert, was keiner gedacht hätte. Die Leute haben wenig Magermasse verloren, viel Fett verloren, daher auch oft der Titel so mit 3 Kilo Fett in 3 Tagen. Allerdings sind da einige Sachen eben, die man so in der klassischen, würde ich mal sagen, Bro-Lehre beachtet auf jeden Fall, wie zum Beispiel genug Protein und so weiter, nicht beachtet worden. Und dadurch kam es halt auch zu einem gewissen Verlust an Magermasse, / Muskeln. Und dieser Lyle McDonald eben, gewissermaßen oft ein bisschen ein verrückter Professor, wer ihn nicht kennt. Sehr kontrovers, ja. Hat halt dann quasi das Experiment verbessert und ein kleines Büchlein drüber geschrieben. Und eben unter anderem den Proteinanteil erhöht und so weiter. Und das hat vor ein paar Jahren, wann haben wir das erste Mal gemacht? 2014 oder 15. Im Rahmen der Ausbildung eigentlich. Ja, im Rahmen der Intelligence Strength Ausbildung. Haben wir das einfach mal ausprobiert und haben uns einen Verrückten gesucht und der hat das dann einfach durchgezogen. Und wir haben uns am Anfang nicht viel erwartet davon und wollten einfach mal wissen, was passiert. Und eigentlich funktioniert das für das, was die Zielsetzung ist, nämlich maximal viel Fett zu verlieren, sehr gut. Da war auch gleich wieder der fette Disclaimer, deswegen auch ein verrückter Mensch. Ja? Die beiden sind jetzt gerade mittendrin. Es ist nicht einfach, ja? Das gleich vorweg gesagt. Und schon gar nicht auch für jeden geeignet. Also wer, sagen wir mal, nicht ganz sicher ist, aber gesundheitlich top ist, der sollte das sofort wieder aus den Augen verlieren. Ich hinterfrage das auf jeden Fall gerade, ob ich gesundheitlich bin. Ja. Okay, gut, die erste Frage im Prinzip, warum das Ganze? Es geht halt wirklich um die Maximierung des Fettverlustes bei, in diesem Zeitraum betrachtet, auch maximalem Erhalt der Muskelmasse, also was genau halt möglich ist. Ja? Das heißt, kurz nochmal zu den Variablen. Wir haben eigentlich halt 4 Tage, an denen wir halt versuchen, ein extrem großes Kaloriendefizit zu fahren. Genau. Okay, und welche Möglichkeiten gibt es da generell? Eigentlich ja nur über Ernährung und im Prinzip das Aktivitätslevel. Halt genau, und die Diät greift quasi bei beiden Sachen ein. Das heißt, im Endeffekt, man reduziert die Kalorienzufuhr auf das absolut Notwendige. Das heißt, die geht weit runter im Fall dieses Programmes. Nimmt man dann quasi nur Protein zu sich. Und, also das ist die eine Seite, das heißt, man reduziert die Kalorienzufuhr auf das Minimum. Und andererseits... Wir haben jetzt beide 1000 Kalorien, die wir im Prinzip aus fast 3 Eiweiß eigentlich versuchen zu essen, ja, über den Zeitraum. Ne? Was dann natürlich in der Praxis auch wieder gewisse Probleme hat und eine gewisse Vorbereitung bedarf, aber da kommen wir später dann noch dazu. Und auf der anderen Seite versucht man halt den Output quasi, also die Bewegung, auf ein Maximum anzuheben.
Was natürlich auch wieder Probleme zu sich führt. Ich glaube, die beiden Jungs haben schon einiges ausprobiert und manche Sachen waren besser geeignet, manche Sachen waren schlechter geeignet. Also im Grundprinzip, es gibt halt auch, sagen wir mal, eine damit einhergehende Verringerung der, naja, wie soll man sagen, zerebralen Aktivität. Das heißt, gewisse Tätigkeiten eignen sich okay, im Brain Fart nicht mehr. Ja. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man extrem viel läuft. Also im deutschen Sinn, also möglichst viel zu Fuß geht. Und möglichst viel Low-Intensity, Steady-State-Sachen macht. Mhm. Was wieder die eigenen Probleme mit sich bringt. Ja. Ja, wir haben das eigentlich an den ersten zwei Tagen ja ein bisschen übertrieben, weil wir halt nicht unbedingt LISS gemacht hatten, sondern wir haben uns halt... LISS ist Low-Intensity, Steady-State-Cardio. Das heißt ganz niedrige Intensität. Ja, ungefähr 50 bis 60% von der maximalen Herzfrequenz. Und wir haben halt, ja, einfach weil wir wussten, dass wir die ersten zwei Tage halt noch mental gerade so einigermaßen auf der Spur sind, dass wir halt eher Sachen machen, die halt vielleicht ein bisschen spaßiger auch sind. Also am ersten Tag haben wir Mountainbiken gemacht für einen längeren Zeitraum und gestern hatten wir Wakeboarden gemacht. Was halt in Summe halt, zwar obwohl es halt unterschiedliche Leistungsspitzen und wieder Pausen gibt, also eher intervallmäßig eigentlich aufgebaut ist, haben wir trotzdem, glaube ich, halt im Schnitt dann doch ein LISS-Level erreicht, was wir dann halt auch mit anderen Sachen, also mit Fahrrad und Gehen dann wieder im Prinzip ausgeweitet haben. Vor allem war es halt auch einfach, glaube ich, auch ganz gut, das zu machen, weil wir halt einfach Aktivitäten gehabt haben und nicht nur stupid auf dem Ergometer saßen und einfach nur vor sich hingestrampelt haben, weil da wirst du richtig bescheuert rein. Also generell haben wir jetzt... Wir versuchen halt unsere Kalorienaufnahme pro Tag auf 1000 Kalorien zu minimieren und unsere Kalorien sozusagen, was wir halt körperlich aufwenden, halt zu maximieren. Ne? Das heißt, in diesem Rahmen versuchen wir halt eigentlich 5000 Kaloriendefizit eigentlich zu erzeugen, was halt dann aufsummiert auf diese vier Tage, die wir es machen, halt rein rechnerisch ungefähr 20.000 Kaloriendefizit wären. Was ungefähr 3 Kilogramm Fettverlust entsprechen sollte. Genau. Könnte. Ja, könnte. Man hat ja auch erstmal die Carbspeicher und alle. Ja. Dazu vielleicht eben noch auch eine Sache, warum 1000 Kalorien und nicht, wenn man sagt, Kalorienzufuhr minimieren, warum nicht 100? Ja? Weil man hat einfach einen gewissen Bedarf an Protein und dazu gibt es auch, der relativ schnell gedeckt wird, wenn wir jetzt mal sagen, weiß nicht, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, bei den beiden Jungs wären das 800 Kalorien, nicht 1000. Ja? Es gibt dazu auch Studien und zwar macht es fast keinen Unterschied mehr für den Fettverlust, ob man zum Beispiel 200, 400 oder 600 Kalorien zu sich nimmt. Das heißt im Endeffekt, unter einem gewissen Level an Kalorienzufuhr bringt es nicht mehr für den Fettverlust. Und das ist auch der Hintergrund dieser Diät. Man entscheidet sich da eher für einen höheren Proteinanteil, um vielleicht die Muskulatur besser zu schonen. Zu preserven, ja. Genau. Ja. Zu erhalten. Und ja, dann zweite Sache, die vielleicht noch war, ein weiterer Grund, warum man relativ viele Low-Intensity, Steady-State-Sachen machen sollte, ist eben auch, dass man nicht zu sehr, koordinative Sachen sollte man dann meiden. Das war genau das, mit Wakeboard ist dann da ein Grenzfall. Das ging noch. Ja. Also es war aber gestern, ne? Also gestern heute ist noch cool. Ja. Heute ist der dritte Tag und heute spüre ich schon, dass mein ganzer Körper einfach sich schwer anfühlt. Also ich merke einfach, wie ich 100 Kilo mit mir rumschleppe. Ja. Und das nächste vielleicht auch dem, was ihr erwähnt habt, Mountainbiken. Am ersten Tag geht das vielleicht noch, aber spätestens am dritten Tag oder so dann irgendwo bergab zu fahren durch einen Wald oder so, schlechte Idee. Andi hat schon Probleme, einfach nur geradeaus zu laufen. Das ist schon völlig. Aber nur sehr phasenweise. Also teilweise bin ich auch noch sehr klar. Also gestern Abend war echt schlimm. Ne? Da ist auch schon eigentlich die nächste Frage, für wen würde sich das Ganze auf jeden Fall nicht eignen? Also generell von der Erwartungshaltung her muss man sagen, es gibt sicherlich natürlich, also es ist extrem dumm, das Ganze zu machen. Ja, das ist die Zusammenfassung. Es ist weder nachhaltig noch vernünftig noch sonst was, weil nachhaltig ist eine andere Frage, aber wir sagen mal, jeder, der jetzt sagen will, er möchte 5 Kilo Fett verlieren, sollte auf jeden Fall eigentlich was anderes wählen. Ein anderes, ja. Ja. Also für wen ist geeignet, sagen wir so mal, für fast niemanden. Und das sollte eigentlich fast niemand tun. Eigentlich ist es einfach extrem dumm, das zu machen. Ja? Absolut. Das ist so, wir können das auch nicht gutheißen in irgendeiner Form. Wir machen es halt nur, weil es uns halt eigentlich aus wissenschaftlicher und challenge-mäßig einfach interessiert, ob es geht, was geht und
Wir würden das niemals irgendeinem Klienten von uns nahelegen. Das ja. Also wie gesagt, man muss auch sagen, die Leute, die das bisher durchgezogen haben, die waren ausgesucht, die hatten keinerlei gesundheitliche Probleme, die waren vorher durchgecheckt vom Arzt, Punkt 1. Punkt 2, hatten sie schon ein gewisses Körpergefühl. Und auch wenn viele Leute glauben, dass sie alles schaffen können, das ist falsch. Das kann nicht jeder alles schaffen. Das ist einfach, dieses Programm bringt einen wirklich ans Limit. Und daher die Frage, für wen bringt es was? Eigentlich nur im Fall von genau dem, also eine Selbsterfahrung, an die eigenen Grenzen gehen, sich selbst kennenlernen und vielleicht als Kickstart für etwas, was dann nachhaltiger ausgerichtet ist. Genau. Ja. Das heißt, das ist vielleicht auch zu einem Kunden, der das gemacht hat, da haben wir das auch genauso verwendet, der hat quasi gemeint, er muss das Schlimmste erleben, was ihm geht. Und danach er hat dann ein Jahr weiter Diät gemacht, mit einem sehr viel moderateren Ansatz, natürlich. Und der hat dann gemeint, das hat ihm mental geholfen, weil er einfach gemeint hat, im Vergleich war das alles nichts. Das ist aber auch eine Sache, die mir jetzt persönlich schon bewusst wird. So, ich bin jetzt nie der Typ gewesen, der sich so zu Hause hinsetzt und sagt, boah, jetzt eine Tomate. Ja. Ich habe unglaublich Bock auf Tomaten und Sachen, die ich sonst, also überhaupt, ich habe echt Hunger auf Salat und so Scheiße. Frische Sachen einfach. Aber ich habe tatsächlich keinen Heißhunger auf Pizza oder sowas. Es geht wirklich eher so um so Sachen, die weiß ich nicht. Also allein, ich habe mich gestern schon so mega gefreut, wenn wir die ganze Zeit nur das scheiß Hähnchen gegessen. Ich habe mich so gefreut, als wir erstens drauf gekommen sind, dass man Garnelen noch essen kann. dass man Thunfisch essen kann, war schon eine Riesenbereicherung. Das war echt mega. Einmal, eine Mahlzeit. Ja. Ja. Ich bin dann so weit gegangen, dass ich heute Morgen sogar, ich habe ein bisschen Salat, so einen gemischten Salat genommen und Thunfisch drauf und habe mir so ein bisschen ganz wenig Balsamico und Süßstoff drauf. Ja. Wahnsinn. Um Paprika, diese Süße der Paprika von so einem richtigen Salat einfach zu emulieren. Ja. Aber das war ziemlich cool. Ja. Das war bei mir auch. Also wir sind vorhin an so einem Restaurant vorbeigelaufen, wo es halt einfach nach frischen Pancakes gerochen hat. Und da bin ich auch kurzzeitig durchgedreht, einfach nur von dem Geruch her. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, ich würde jetzt wirklich gerne einen Pancake essen, sondern tatsächlich habe ich viel mehr Bock auf so frisches Gemüse, einfach Salat. Und das ist echt verrückt. Also, dass man wirklich mal so eigentlich diese Cravings, die man sonst hat, das ist einfach nur ankonditioniert. Das ist einfach nur. Was vielleicht bei dem ganzen Programm auch überraschend ist, das deckt sich bisher eigentlich bei allen, die es gemacht haben. Hunger ist nicht das Thema. Gar nicht. Also Hunger ist normalerweise nicht das Problem. Jeder erwartet, dass er daherkommt und eigentlich die größten Probleme mit Hunger hat. Und manchmal war sogar das Problem, überhaupt die Kalorien zu schaffen. Das größte Problem an dem Programm ist einfach wirklich die Langeweile. Das ist wirklich, also auch gestern Abend zum Beispiel, ich habe gegessen einfach aus Vernunft. Ich hatte aber gar keinen Hunger. Ich hätte auch einfach nur mit 600 Kalorien dann den Tag bestreiten können, aber ich habe einfach noch aus Vernunft sozusagen noch ein paar Kalorien reingehauen. Und auch heute Morgen habe ich nur aus Vernunft etwas gegessen, weil wir gleich einen 30-Kilometer-Marsch haben vor uns. Aber nicht, weil ich irgendwie Hunger hatte oder so. Mhm. Das ist krass, das ist echt Wahnsinn. Oder Stichwort Sachen, die im Alltag vielleicht nicht so üblich sind. Was sind so generelle Probleme, die jetzt auch die Klienten im Vorfeld hatten, mit denen sie konfrontiert waren? Also, was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, dass die Reibung der Oberschenkel ist sehr unangenehm. Das ist ein großer Punkt. Ja. Also wir sind das Team Rote Oberschenkel. sonst geht aber eigentlich alles. Ja, wir haben uns halt vom Radfahren halt mit so gepolsterten Hosen eingedeckt, dass halt die Wehwehchen am Hintern einigermaßen gedämpft sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sonst geht es eigentlich noch? Was kommt doch auf uns zu? Ich denke, dass auf jeden Fall wichtig ist, auch zu erwähnen, dass das nur eine Aktion ist, wenn man Urlaub hat oder wenn man sich dafür freigemacht hat. Gute Vorbereitung. Die Vorbereitung ist alles eigentlich, ja. Ein Freund von mir, der hat jetzt zufälligerweise auch gerade 2 Tage Extreme Rapid Fat Loss gemacht, von den Grundprinzipien her, um sozusagen seine nächste Diät einzuleiten. Und er war einfach nur aggressiv und wollte schon ein paar Leuten aufs Maul hauen. Aber er arbeitet halt auch Vollzeit nebenher. Oder es sollte auch nicht die Familie sein. Ja. Deswegen, macht schon auf jeden Fall was aus, dass man da sich ein bisschen Zeit freischaufelt und einfach nicht so gestresst noch Dinge wirklich erledigen muss. Ne? Also außer, dass man halt das erledigen muss, dass man sich 12 Stunden am Tag bewegt. Also das ist vielleicht auch der Punkt, die meisten Probleme sind wirklich komplett praktischer Natur. Solche Dinge, wie man hat einfach, was würde man erwarten, was mit der Laune passiert, wenn man
wenig bis nichts isst und sich den ganzen Tag bewegt, ja, die ist verdammt schlecht. Ja? Und alle Leute, die um einen rundherum sind, die kriegen das ab. Ja? Das kann für große Probleme sorgen. Deswegen eben, wie schon Jagard gemeint hat, wenn man sich freigenommen hat, kann man das schon mal ein bisschen umgehen. Zweites, was Andi vorher schon gesagt hat, so allein bei die Oberschenkel, wenn die aneinander reiben, kein Problem, wenn das für eine halbe Stunde ist. Wenn man 12 Stunden am Tag unterwegs ist, dann wird das ein Problem. Ja. Das war der erste Punkt, das erste Mal in meinem Leben, wo ich mir Teig gehabt eigentlich gewünscht habe. Teig gehabt. Andi Ghost for Teig gehabt. Das reibe ich jetzt komplett einfach ab. Zweites Problem, vielleicht mit Gehen, ganz, ganz einfach auch, Schuhe. Ja, welches Schuhwerk wählt man? Also, Knieprobleme bei Übergewichtigen. Knieprobleme bei Übergewichtigen. Sind auch schon, Finger auch schon ist 100 Kilo jeweils. Ja. Und bei solchen Sachen muss man eben nicht nur bedenken, da geht es nicht nur um Übergewicht als Fett, sondern da geht es um reines Körpergewicht. Allgemeines Gewicht, ja. 100 Kilo sind 100 Kilo, die muss man rumtragen. Und das merkt man bei 12 Stunden auf den Beinen deutlich. Ja. Es war auch, muss ich sagen, ein Kunde, der war deutlich leichter, der das gemacht hat, der hat unter 70 Kilo gehabt, die anderen waren eher so bei den 100 Kilo. Und da war der Unterschied enorm. Also der hat ganz andere Dinge gemacht. Also so gelenksmäßig hatte der überhaupt kein Thema. Der hatte nur das Problem mit den Schuhen. Also der hat sich eine Blase aufgerissen am ersten Tag. Schlechte Idee. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, Blasenpflaster gleich mitnehmen, das sind solche, die eigentlich die größten Probleme. Mhm. Oder Sonnenbrand kann auch ein Problem sein. Ja, die ganze Zeit draußen. Albino, aber... Ja, und beim Training sonst allgemein geht es hauptsächlich darum, Blödheiten zu vermeiden, wie zum Beispiel am dritten Tag Mountainbiken gehen und in einen Baum fahren. Oder eben beim Krafttraining... Das war am ersten Tag schon knapp. Also Überleben hat immer Prioritäten. Ja. Das lernt man auch. Aber was du zum Beispiel auch meintest, heißt, dass dir das Umfeld echt auf den Sack geht. Und ich habe gestern... gestern sind wir noch zum Gym abends gegangen und meine Freundin war dabei. Und ich habe echt gemerkt, dass ich halt... Wenn Leute um mich herum kommunizieren, ich wollte einfach nicht reden. Ja, ich hatte keine Lust, irgendwas zu verarbeiten oder irgendwie halt mit Leuten zu kommunizieren. Man verliert soziale Fähigkeiten. Das hat mich echt genervt. Also so sehr ich meine Freunde liebe, aber das war echt anstrengend. So. Es schwierig ist, glaube ich, auch, dass alle Leute rundherum sich einfach überhaupt nicht hineinversetzen können in diesen Zustand, in dem man da gerade ist. Das ist einfach wirklich so ein Art Überlebensmodus. Und deswegen ist auch wichtig, es können viele unerwartete Dinge passieren. Du hast gemeint, so mit Schwankungen, was auch immer es ist, ob es Blutzucker ist oder nicht, einfach Energieschwankungen, würde ich sagen. Und deswegen schon sehr schlau, das in einem Buddy-System zu machen, weil alleine ist das eine verdammt blöde Idee. Mhm. Es kann einfach passieren, ein Kunde von mir hat einen plötzlichen Schwindelanfall gehabt, der war allein unterwegs. Ich meine, zum Glück war das quasi auf der Straße, der hat sich einfach hingesetzt, aber da kann viel passieren. Ja. Deswegen eben vielleicht der erste Plan, jetzt nach Bratislava gehen, nicht die beste Idee. Ja. Ja, wie gesagt, heute stehen halt noch 30 Kilometer auf dem Plan. Das sollte einigermaßen machbar sein. Wir haben für uns beide festgestellt, dass Wandern auf jeden Fall das angenehmste ist. Ja. Wir haben gestern 2 Stunden auf dem Ergometer gemacht. Das war gleich wieder zu praktischen Problemen. Was ist das Problem bei 2 Stunden Ergometer, wenn man es nicht gewohnt ist? Es ist pure Kopfsache. Ja. Das ist körperlich scheißegal, aber vom Kopf her, es macht dich fertig. Es waren die längsten, wir haben das mal in 30 Minuten Intervallen gemacht, das waren die längsten 30 Minuten überhaupt. Wir haben zwischenzeitlich 1 Stunde Livestream gemacht, das ist mega schnell verflogen, aber diese puren 30 Minuten warten, dass die Uhr abläuft. Kampf, ja. Und dann hatte ich ja auch, weil das ja recht spontan war, keine Radhose dabei und mir hat der Damm so weh getan, das glaubt ihr nicht. Also wirklich einfach 100 Kilo auf dem Sattel die ganze Zeit zu bewegen, ist einfach echt ekelhaft. Ja, generell nochmal zu den Erwartungen, also Lyle sagt ja selber, dass halt so 3 Kilo wahrscheinlich realistisch sind, aber auch mal aufgeteilt, also im Buch spricht er davon, dass eigentlich innerhalb dieser 4 Tage eher 2 Kilo weggehen, also pures Fett und dann halt ein weiteres Kilo meistens in den nächsten Tagen folgt. Also das kann ich jetzt prinzipiell mal bestätigen, es waren so bei der Verlauf natürlich, die Leute haben am Anfang vom Gewicht her ein bisschen mehr verloren, dann nach der ersten richtigen Mahlzeit, die wieder ein bisschen kohlenhydratlastiger war, wieder ein bisschen Gewicht zugenommen, ja, wobei dann so 2 Kilo Fettverlust übergeblieben sind und dann haben wir meistens eine Woche nachher nochmal gemessen und da ist dann noch weiter Gewicht runtergegangen, obwohl da die Ernährung auch schon wieder komplett normal war, also da waren Sushi-Buffets dazwischen und so weiter, also da war wirklich nicht mehr auf Schonung. Ja. Erwartungen ist die Frage. Also ich würde sagen, realistisch kann man erwarten, sich selbst kennenzulernen und einfach auch zu erleben, was ist schlimm. Also man
hat definitiv danach ein anderes Bezugssystem. Ja. Und da, ich glaube auch mal, dass sich das, soll man sagen, das Selbstmitleid während Diäten sich ein bisschen ändert. Ja, du weißt aber, dass es viel schlimmer sein könnte. Es ist, genau, nämlich ziemlich gut, andere Bezugspunkte zu entwickeln. Ja. Ja. Also generell, kann man das Ganze empfehlen? Nein. Überhaupt nicht. Ist es interessant? Ja. Würden wir es wieder machen? Vielleicht. Ja. Ich würde sagen, dazu vielleicht noch, der erste Kunde, der das gemeint hat, der hat gute Zitate geliefert. Wie ich bin 5 Meter der Straßenbahn nachgelaufen, überlege den Freitod zu reden. Der hat gemeint, definitiv nie wieder. Ja. Ein Jahr später ist er wiedergekommen und hat gemeint, du, wie wäre es eigentlich? Dann machen wir das nochmal. Und der hat es dann noch ein zweites Mal gemacht. Also das dürfte sein wie bei Geburten. Am Anfang furchtbar schlimm, danach vergessen es die meisten wieder. Ja. Was ich jetzt auf jeden Fall schon sagen kann, was ein Punkt ist, den wir uns im Vorfeld viel, viel, viel besser hätten überlegen müssen, ist, dass wir einen richtigen Time-Schedule haben. Ja. Dass wir wirklich sagen, okay, wir stehen dann auf, wir machen so und so viel Cardio, weil das ist jetzt echt... Also, wir haben der Kopf funktioniert sehr langsam, muss man sagen. Wobei ich auch sagen muss, dass wir ein bisschen länger geschlafen haben. Und ich meine, wir haben jetzt 10 Stunden geschlafen. Ich habe gestern 11 Stunden geschlafen, was natürlich auch, weil ich halt die Nacht davor erst um 3 hier angekommen bin und so... und dann halt nur 4,5 Stunden geschlafen hatte. Das hat da natürlich mit reingespielt, aber insgesamt ist für mich auf jeden Fall ganz klar, so die Gesundheit steht halt auch noch ein bisschen mit an vorderer Stelle, ne? Dass man halt wirklich auch noch sagt, okay, nicht um jeden Preis einfach nur jetzt voll auf die Gesundheit scheißen und durchziehen. Ich kann meine Hand dafür ins Feuer legen, hätte ich weniger geschlafen, sofort krank. Sofort. Das ist auch was man wirklich sagen muss. Also ich glaube, viele Leute hören sich das jetzt an und denken, ja, das schaffe ich auch. Also wir haben schon ein paar Mal erwähnt, es ist wirklich schlimm. Das ist die Sache. Und jeder, der schon mal Probleme hatte, eine reguläre Diät durchzuziehen, der sollte von sowas lieber mal die Finger lassen. Weil eben genau das, es ist einfach in allen Belangen schwieriger. Es ist sozial schwieriger, es ist von außer Hungergefühlen vielleicht, weil es einfach auch eine begrenzte Zeit ist. Aber die Bewegung einfach, wer sich vorher nicht viel bewegt hat, der wird auch dann nicht 12 Stunden Bewegung schaffen. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, dass man halt insgesamt, der Körper reguliert einen ja durch Hormone, dass wenn weniger Essen da ist, dass man auch weniger Aktivität hat. Also dass man einfach sich viel weniger bewegen möchte. Und wenn man sich dann zwingen muss, sich zu bewegen, das ist ein krasser mentaler Brainfuck. So. Also deswegen auch, geht zu zweit sicher wieder einfacher. Zeigt ja, die Erfahrung auch. Auf jeden also Fall. Also immer wenn es Leute gemeinsam gemacht haben, hat es viel besser funktioniert. Ja. Und weil die Motivationstiefs meistens nicht gleichzeitig sind. Ja, man überlegt halt dann auch so zu sagen, ach naja, eigentlich vielleicht aufhören oder weniger machen, weil man einfach auch gerne, gehe ich jetzt schon ins Bett, schlafe ein bisschen früher. Aber das darf man halt nicht machen, das geht zu zweit echt ganz gut. Mhm. Und die YouTube-Sache hilft vielleicht auch ein bisschen, weil da kann man schwer sagen, sieht ja keiner. Ja, sieht doch jemand. Ja. Stimmt, war bis aufgeben auf jeden Fall das ist keine Option. Keine Option für uns, ja. Gibt es denn Menschen, die das aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht machen sollten? Ja, das trifft wohl auf sehr viele Leute zu, also aus den unterschiedlichsten Gründen. Also einerseits einmal, wer, sagen wir mal, mental mit Kaloriendefiziten schon oft ein Problem hat und merkt, dass es sehr schnell darauf reagiert, in den unterschiedlichsten Dingen, der soll es komplett mal lassen. Also so extreme Dinge, wenn man irgendwelche psychologischen jetzt Problemchen hat, ist das mal sicher nicht der richtige Weg. Dann natürlich Gelenksprobleme. Der Kunde, der es zum zweiten Mal gemacht hat, musste beim zweiten Mal abbrechen aufgrund von Knieschmerzen, die so stark geworden sind, dass er einfach gesagt hat, es geht nicht mehr. Hat aber sonst, sage ich mal, keine schlimmen Probleme mit dem Knie, also spürt es halt hin und wieder. Das heißt, das sind einfach wahre Probleme dann. Und dann natürlich auch, wenn jemand zu übergewichtig ist, das wird einfach nicht hinhauen. Also, dass der von null auf hohe Belastung geht durch das Gehen, das kann schon zu viel sein. Du hattest auch was gesagt von Epilepsie. Ja, genau, das ist auch noch ein Punkt. Also es kann auch sein, also ich bin Epileptiker und weiß es erst seit 3 Jahren. Das heißt, ich bin erst mit über 30 draufgekommen, dass ich Epileptiker bin. Und solche extremen Fälle können Anfälle induzieren. Das heißt, wenn ich nicht weiß, dass ich Epileptiker bin und ich mache sowas, dann kann man es auf dem Weg herausfinden. Und das ist halt auch nicht unbedingt die beste Variante. Ja, das ist zum Beispiel auch der Grund, die offensichtliche Frage, habe ich es schon mal gemacht? Nein, ich habe es noch nicht gemacht, nämlich genau aus dem Grund. Das heißt, selbst wenn es mich extrem interessiert, ich ein verrückter Mensch bin und ich eigentlich nichts lieber als das machen würde und ich eigentlich vorher jedes Programm teste, das ich irgendeinem Kunden gebe, egal wie verrückt das ist,
Das habe ich nicht getestet. Ich habe abgeschwächte Varianten davon probiert, mit super Low Carb, quasi nur Eiweiß essen für viele Tage, aber ich habe es nicht kombiniert mit einem extremen Sportprogramm. Ja. Und das ist eben auch die Sache, das sollte man vielleicht wissen, man kann noch so dumm sein, das sollte man nicht machen. Also wenn das nicht perfekt passt, dann gar nicht dran denken. Ich würde auch sogar noch sagen, weil ja, es gibt ja nun mal einfach wirklich dumme und blöde Menschen auf diesem Planeten. Wenn ihr schwanger seid oder, das ist ein guter Punkt, oder ja. Wenn ihr gerade euer Kind bekommen habt und stillt, ihr könntet nichts Dümmeres machen als das. Wenn ihr einfach natürlich irgendwie wieder einen schlanken Körper haben möchtet. Meine Frau ist selbst davon betroffen. Sie hat eine Rektusdiastase gehabt, die sehr stark ist von der Schwangerschaft. Und selbst jetzt, fast ein Jahr später, ist die Bauchmuskulatur immer noch nicht wieder geschlossen. Und das führt natürlich dazu, dass sie auch unzufrieden mit ihrem Körper ist und so weiter. Aber das ist eine extreme Sache, die absolut, da sollte die einfach nicht mal im Ansatz darüber nachdenken. Da vielleicht dazu, man sollte das vielleicht einfach seine Situation sich mal einfach vorstellen und einfach drüber nachdenken im Sinne von, was würde ein vernünftiger Erwachsener tun? Die Situation einfach mal beschreiben. Du hast da Bauchmuskulatur, die noch nicht ganz zugewachsen ist. Solltest du 12 Stunden dich bewegen am Tag? Ja oder nein? Also wohl eher nicht. Relativ intensiv. Ne? Also genau. Ist ja nicht nur ein bisschen spazieren gehen, sondern lange und viel. Vielleicht mal noch so als Frage, das ist jetzt auch eine Sache, die viele, die sich das Video jetzt anschauen, kritisch dazu noch kommentieren. Thema Stoffwechsel. Vielleicht erstmal als Definition, was ist überhaupt der Stoffwechsel? Gut, ganz allgemein gesprochen, Stoffwechsel ist die Energie, die man über den ganzen, über den Tag verbraucht. Ja? Das heißt, das hat mehrere Komponenten. Das hat einerseits einmal den Umsatz, den man abgesehen von Bewegung hat. Das heißt, würde man zum Beispiel nur im Bett liegen. Das, was man für Atmung und genau, für Atmung, für Organe, alle Organe und so weiter braucht. Ja. Das würde man Basal Metabolic Rate nennen. Das heißt, einfach Grundumsatz auf Deutsch gesprochen. Dann hat man noch die einerseits einmal so unwillkürliche Bewegungen. Eben ich bin mehr so der Typ, der viel herumhantiert oder auch einfach, wenn er nachdenkt, viel herumgeht. Das ist jetzt nicht wirklich Exercise, also nicht wirklich Sport, aber das hat halt auch natürlich einen Energieverbrauch. Das heißt auf Englisch Need, Non-Exercise Adaptive Thermogenesis. Ja. Und das ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Und der dritte Teil wäre dann noch das, was man durch Sport verbraucht. Ja, also einfach dadurch, dass man ins Gym geht, Krafttraining macht oder eben Ausdauertraining. Der eingeschlafene Metabolismus bezieht sich jetzt meistens auf den Teil, den man verbraucht, ohne dass man irgendetwas macht. Ja? Also das ist die allgemeine Vorstellung. Es gibt natürlich Forschung dazu, weil das ist einfach ein Phänomen, das man beobachtet hat, dass Leute, nachdem sie eine Diät gemacht haben, also man kann das messen, den Grundumsatz, und nachdem Leute abgenommen haben während einer Diät, ist der Grundumsatz nachher niedriger als vorher. Und viele sagen, das ist einer der Gründe, warum man jetzt so einen Jojo-Effekt hat und nachher wieder mehr zunimmt. Der eingeschlafene Stoffwechsel. Man kann ja gar nichts dafür, es ist der Stoffwechsel. dazu mal gesagt, ein großer Teil von dieser Reduktion erklärt sich einfach dadurch, dass man Gewicht verloren hat. Man verbraucht einfach weniger Energie. Das ist klar. Also wenn man jetzt 10 Kilo abgenommen hat und man 10 Kilo weniger mit sich rumschleppt, dann hat man natürlich auch dadurch weniger Muskelaktivität. Und selbst in Ruhe ja auch. Und du hast ja auch genau. Ja. Und dann gleich ein nächster Punkt. Wir haben schon gesagt, während einer Diät reduziert sich meistens auch aufgrund diverser hormoneller Umstellungen einfach die Lust, sich zu bewegen. Das heißt, es gibt einfach auch Forschung dazu, dass die Leute aufhören, so viel zu gestikulieren und so weiter. Das heißt, generell mehr so halt auf der Couch dann vegetieren. Genau. Und dann ist klar, dass wenn man sich weniger bewegt, dass man auch weniger Kalorien verbraucht. Ja, und dann noch der Punkt, ein weiterer Punkt, der auch dazu mitspielt, ist, dass der Körper ein bisschen effizienter wird in der Energieproduktion, dadurch auch ein bisschen weniger verbraucht. Man hat während der Diät, und um das neue Körpergewicht zu halten, muss man weniger Nahrung zu sich führen, weil man natürlich einfach leichter ist. Dadurch hat man auch einen niedrigeren thermischen Effekt des Essens, wurscht Energie, die man braucht, um das Ganze zu verdauen. Und wenn man das dann alles berücksichtigt, bleibt aber meistens noch ein kleiner Teil über. Und das ist
dann wissenschaftlich gesehen diese adaptive Thermogenese, die unterschiedlich hoch ist, je nachdem wie stark das Defizit vorher war, also das Kaloriendefizit. Und da sagen wir dann die allgemeine Weisheit oft, ja, das ist die Muskelmasse, die man verloren hat. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn man keine verloren hat, ist es dann nicht da. Ja, es ist dann trotzdem ein bisschen eine Anpassung da. Und sagen wir mal, neue Forschungsergebnisse gehen auch davon aus, dass die Muskulatur ist gar nicht so extrem der Anteil, sondern auch Organe. Die Organe brauchen extrem viel Energie. Und hat man jetzt zum Beispiel gehabt, was in vielen Forschungen so ist, über 100 Kilo, nimmt 15 Kilo ab, dann schrumpft auch ein bisschen die Organgröße. Und das hat sehr wohl einen Einfluss auf den Grundumsatz. Und berücksichtigt man das auch mit, quasi in den Rechenmodellen, dann bleibt quasi kein eingeschlafener Stoffwechsel mehr über oder fast keiner. Sondern das ist einfach nur die Adaption deines Körpers auf die Einflüsse, die man denen jetzt gerade aussetzt. Genau, und der Punkt ist, sobald man eigentlich zu seinem Kalorienlevel zurückkehrt, das man mit der neuen Körperzusammensetzung braucht, verschwinden auch die negativen Anpassungen. Eigentlich könnte man ja so einfach definieren, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Zwillinge hätte. Ja. Der eine hätte 10 Kilo mehr, der andere 10 Kilo weniger. Wie würdest du im Prinzip die beiden, also wenn du jetzt einfach eine Momentaufnahme hast, beide im jetzigen Zeitpunkt einfach bemessen, was ihr Kalorienbedarf wäre, Gesamtumsatz, den sie haben. Und im Prinzip bei diesen 10 Kilo Gewichtsverlust in Plus-Minus-Richtung, es wird relativ egal sein, wenn wir jetzt sagen, Zwilling A hat sozusagen 100 Kilo, Zwilling B hat nur 90 Kilo. Und sagen wir, Zwilling A verbraucht, keine Ahnung, 3500 Kalorien und Zwilling B braucht nur 3000 Kalorien, dann wird auch das tatsächlich der Fall sein, wenn Zwilling A von 100 Kilo das Gewicht auf 90 Kilogramm reduziert, dass er ungefähr denselben Gesamtumsatz hat, wie es auch jetzt der Zwilling B ohnehin hätte. Ja? Also es ist nur eine Adaption an die neuen Umstände. An die Umstände. Ja. Und zwar sowohl die körperlichen als auch die Lebensumstände, wie viel Bewegung man hat, wie viel Sport man hat und so weiter. Okay. Gut, deswegen schon gesagt, eben diese kurze Extreme Rapid Fat Loss. Wir haben zwar ein starkes Defizit, dadurch hätten wir relativ schnell starke Anpassungen, aber die wären einerseits einmal dadurch quasi nicht so groß, weil einfach die Zeitdauer extrem kurz ist. Und weil man dann strategisch gewisse Dinge beachtet, wie zum Beispiel eine hohe Eiweißzufuhr, um jetzt einfach gewisse Anpassungen zu vermeiden. Und man hat eben auch Krafttraining, was wieder positive Reize zum Beispiel für die Muskulatur liefert. Krafttraining hatten wir jetzt aber nur am ersten Tag gemacht. Ja, aber allein der Reiz wirkt auch noch ein paar Stunden bis Tage nach, um da jetzt mal, sage ich mal, einen Muskelmassenverlust in Grenzen zu halten. Also wir heute eine kleine Session machen. Bisschen pumpen. Pumper-Session. Schritte drücken, Klimmzug. Klimmzug ganz Wakeboarden. Ja. Könnte man eher in Richtung Isolationsübungen sogar gehen. Okay. Hätte noch einen weiteren Benefit, dass es ungewohnt ist. Habe ich seit locker 10 Jahren nicht mehr gemacht, irgendeine Isolationsübung. Okay, das heißt zusammengefasst, wir machen ein Experiment, weil das Extreme Rapid Fat Loss Diet ist im Prinzip halt 4 Tage mit 5000 Kalorien Defizit, mit Unmengen an Low Intensity Steady State Cardio und einer Kalorienaufnahme von circa, ja, je nach Körpermasse, irgendwas zwischen 600 und 1000 Kalorien wahrscheinlich, ja, die halt eigentlich fast nur aus Eiweiß, Lean-Eiweiß kommt sozusagen. Und dazu vielleicht noch zum Lean-Eiweiß. Wollte ich gerade sagen. Ja, also Hühnerbrust, man hört zum Beispiel Hühnerbrust, ja, Braten gilt da nicht. Ja. Also wie hat ihr das gemacht? Na, wir haben wirklich die Sous-Vide, ja, Niedriggartemperatur und dann auf den Grill geschmissen. Ja, also ohne Fett und alles, ne? Wirklich so, also wie, ja, gekocht. Ja, also wir haben es in den letzten Experimenten, da hatten wir das nicht zur Verfügung technisch, sondern da haben wir es einfach gekocht, die Sachen. Witzigerweise, Lyle spricht ja in seinem E-Book auch davon, dass sozusagen die in dem Experiment ja auch nur mit Whey gefüttert worden sind. Ja. Und das macht nochmal einen Unterschied, also kommt auch nicht auf die Idee, jetzt sozusagen nur Eiweißshakes zu ballern, weil A, habt ihr dann noch weniger Füllmaterial, also noch mehr Hunger. Da könnte Hunger ein Problem werden. Da könnte Hunger, ja, noch zusätzlich ein Problem werden. Und die haben in dem Experiment auch mehr Muskulatur verloren, wenn sie nur Shakes getrunken haben, anstatt normales Essen zu essen. Weil einfach zwar sehr schnell Aminosäuren im Blut sind, aber dann nicht, die bleiben dann nicht sehr lange erhöht. Ja, das heißt, es ist einfach schlauer, da irgendwelche vollwertigen Quellen zu nehmen, wie jetzt Hähnchen. Ja. Ja. Oder Thunfisch.
Alright, also dann vielen Dank für die Erklärung, für die Einführung. Ja, wir sind mitten in unserem Experiment und ja, ihr werdet das in dem Vlog noch weiterhin sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr es geliked habt, also wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Dominik, Optimum Wien, freut sich auf jeden Fall auch über einen Daumen nach oben. Andi wird bald auch mit seinem bisschen Gewicht heben durchstarten. Ja. Sobald das Kampfgewicht passt. Genau, also Road 300 mit 30 steht. Das Projekt, ja. Projekt. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Teilt es gerne mit euren Leuten, denn ihr, nicht jeder sollte das auf jeden Fall machen, aber dass ihr zumindest schon mal davon gehört habt. Und ja, vielen Dank, bis bald. Cheers.